Wenn der Chief Negotiation Officer von EY in meinem Podcast sagt, dass sein härtester Verhandlungspartner sein Sohn ist und es bei den Verhandlungen um Fortnite geht, und wenn dann viele andere meiner Interview- und Gesprächspartner ebenfalls ihre Kinder als die härtesten Verhandlungspartner nennen und es dabei auch oftmals um Videospiele geht, dann ist das in meinen Augen ein Trend. Ich habe die Gamescom in Köln genutzt, um über die Tischkante zu schauen, um dadurch auch mal die andere Seite zu betrachten. Das Ergebnis hörst du in diesem Gamescom-Special des BRM Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen beim BRM Podcast Besser Verhandeln. Ich bin Andreas Schrader und ich heiße dich herzlich willkommen. Solltest du noch nicht zu den Menschen gehören, die dank meiner Hilfe bessere Verkaufspreise, mehr Rabatt, ein höheres Gehalt oder schnellere und klarere Projektabschlüsse erreichen, dann ist dieser Podcast aus meiner Sicht ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Setzt du auch nur einen meiner oder einen der unzähligen Tipps meiner Interviewgäste um, wirst du in Zukunft besser verhandeln. Deshalb hörst du auch zu. Wenn du zu den glücklichen Menschen gehörst, die bereits Nachwuchs haben, dann wird dir diese Episode vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen können. Kinder sind extrem gute Verhandlungsführer. Egal wie alt sie sind. Meine Tochter, 2016er Jahrgang, hat's mir vor kurzem nochmal bewiesen. Papa, ich möchte ein Eis. Du hattest doch schon eins. Aber ich möchte noch eins. Morgen kannst du wieder eins haben, okay? Okay, aber dann möchte ich jetzt ein Schokobon und Kakao. Und gehen wir danach zum Spielplatz? Du siehst, fordern, 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 kein Geben ohne Nehmen und direkt mit dem Entscheider sprechen. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sogar annehmen, dass sie heimlich meinen Podcast hört und mich wahrscheinlich das ein oder andere Mal schon bei der Arbeit belauscht oder bespitzelt hat. Wenn du in der Situation bist, mit einem 10- bis 15-Jährigen oder vielleicht noch älter anstelle mit einer 3-Jährigen zu verhandeln oder halt eben zu sprechen, dann verändert sich der Verhandlungsgegenstand und auch die Sprache allerdings extrem. Gucken wir uns mal den Verhandlungsgegenstand ein bisschen genauer an. Gefühlt ist Verhandlungsgegenstand Nummer 1 immer irgendetwas, was mit Games zu tun hat oder mit Gaming. Sowohl bei uns zu Hause, als auch bei anderen daheim, wie mir zum Beispiel Andreas Stapelmann, der CNO von EY, hier im Interview ausführlich bestätigt hat. Für mich bot es sich dann an, auf der Gamescom in Köln dieser Frage mal etwas genauer auf den Grund zu gehen. Und zwar, indem ich ein paar Kids gefragt habe, wie sie ihre heimlichen Verhandlungen wahrnehmen. Konkret habe ich gefragt, mit wem es einfacher ist zu verhandeln. Mama oder Papa? Und was machen die Kids heutzutage überhaupt, um ihre Ziele in Verhandlungen mit den Eltern zu erreichen? Und auch wenn es jetzt bei dem einen oder anderen im Hintergrund etwas lauter wird, lohnt es sich aus meiner Sicht auf jeden Fall zuzuhören. Viel Spaß! Mit wem ist denn einfacher zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Also ich glaube ja mit Mama. Okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel Fortnite zockst oder sowas, wie war es denn, Mama oder Papa davon zu überzeugen, dass du das überhaupt spielen darfst? Also ich muss die eigentlich gar nicht überzeugen, ich darf mir das einfach herunterladen. Oder zum Beispiel bei den V-Bucks kaufen, das darf ich auch nicht immer. Dann sage ich, ja, ich zahle das mit meinem eigenen Taschengeld und ich mache dann alles dafür. Und okay, und wenn Mama oder Papa jetzt sagt, so, jetzt ist Schluss, ausmachen und du bist aber gerade mitten in der Mission oder mitten in einem Match oder sowas. Wie gehst du da vor? Machst du direkt aus oder spielst du einfach weiter oder sagst du, Ja, ich sag immer, ich möchte noch zu Ende spielen, dann mach ich sofort aus und dann lasse ich mich auch. Und das geht auch. Ja. Alles klar, cool, danke. Dieser junge Herr war noch einer der fairen und angenehmen Verhandlungspartner aus Elternsicht. Die nächsten werden auch ein bisschen fordernder, nennen wir es mal so. Mit wem ist denn einfacher zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Mit meinem Vater. Okay. Und wenn du jetzt irgendwie ein Spiel hast oder einen Film hast oder es heißt, du sollst ausmachen und du bist aber gerade erst in der neuen Runde oder die zweite Halbzeit bei FIFA ist noch nicht rum oder so, wie gehst du dann vor? Was machst du dann? Ich spiele einfach weiter. Okay. Wenn du dann ein Spiel hast, was du eigentlich noch nicht spielen darfst oder von der Altersbeschränkung her, wie schaffst du das, das dann zu kriegen? Das frage ich meistens meinen Vater. Okay. Gehst du sofort, wenn er sagt, ja, nee, ist nicht, sagst du dann, ja, okay, Papa, hast recht, oder nee. Machst du weiter? Ich mach weiter. Wie machst du weiter? Ich nerv ihn so lange, bis er es mir kauft. Na.
Hast du besondere Argumente oder einfach nur, ach Papa bitte, Papa bitte, Papa bitte? Es ist ja gar nicht so schlimm, wie es aussieht, wenn es zu alt, also wenn es ab 18 zum Beispiel ist oder ab 16. Ja. Okay, cool, danke. Er ging schon eher ein bisschen mehr in die Tiefe mit mir. Die nächsten beiden haben auch recht interessante Vorgehensweisen. Mit wem ist denn einfacher zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Mit Papa. Okay. Bei dir? Mir meine Mutter. Bei dir und deiner Mutter, okay. Und wenn ihr jetzt ein Spiel habt oder es heißt, ihr wollt irgendwas erreichen, wie geht ihr dann vor? Ist noch die letzte Runde. Versprochen. Ich mach danach aus. Ist das immer die letzte Runde? Meistens. Damit ich das nächste Mal nochmal länger spielen darf. Okay. Bei mir ist so, wenn ich ein neues Spiel haben will, das eigentlich ab 18 ist oder so, dann ist es so bei mir, dass ich meistens sage, dass, also zum Beispiel GTA, dass ich sage, dass es nur ein Rennspiel ist und kein Ballerspiel. Okay, gut. Und das zieht beim ersten Mal? Bei mir hat es bei GTA gezogen, bei anderen Spielen aber nicht. Okay, hast du da direkt aufgegeben, hast du gesagt, okay gut, ihr habt recht, ich sehe es ein? Ich habe es noch ein paar Mal versucht, aber... Wie hast du versucht? Bitte, bitte lass mich, oder... Ich bezahle es doch selber und sowas auch. Okay, gut, cool, ja. Danke. Die beiden waren jetzt ein bisschen älter. Der nächste, ich schätze mal so 10, 12 Jahre alt, hat da schon eine ganz, nennen wir sie mal, offensive Vorgehensweise, wie er seine Ziele erreicht. Mit wem ist denn schwieriger zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Mein Vater, Papa. Okay. Und wenn du jetzt Spieler hast, die eigentlich noch nicht für dein Alter bestimmt sind oder so und du die irgendwie durchkriegen willst, wie gehst du da vor? Wie schaffst du das, dass du die spielen darfst? Ja, also ich mach so, Mama kriegt das Spiel, die hat nicht so Ahnung mit Spielen ab 18 oder so. Zum Beispiel ein neues Spiel, was ich bekommen habe, Call of Duty 2. Hab ich gesagt, Mama, kriege ich das Spiel, ja, wenn du lieb bist. Wenn wir alles geguckt haben und wenn du lieb bist. Habe ich dann... war ich die ganze Zeit lieb und dann habe ich gesagt, kriege ich jetzt das Spiel für 8 Euro? Hat die gesagt, ja, okay. Hat der Mann gesagt, darfst du das haben? Das ist erst ab 18. Habe ich dann gesagt, Mama, wink mal, und habe ich das bekommen. Okay. Mama sagt, ich hätte die so verlinkt oder so. Okay, alles klar. Cool, danke. Bitte. Die nächsten beiden sind auch sehr, sehr offen, was der Mutter, die man hier und da im Hintergrund hören kann, nicht ganz immer so gefällt. Mit wem ist denn einfacher zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Mit Mama. Also bei mir mit Papa. Okay. Und wenn ihr jetzt ein Spiel habt, zum Beispiel, ja, Fortnite als Beispiel, was wahrscheinlich noch nicht für euch altersmäßig zugelassen ist oder so, wie macht ihr das denn, dass ihr da doch spielen könnt? Also bei mir ist es kein Problem. Meine Mama erlaubt mir einfach alle Spiele eigentlich. Du kriegst immer alles auf? Eigentlich schon. Ja. Wenn Mama sagt, jetzt ist Schluss mit Spielen, du aber gerade mitten in der Mission bist oder irgendwie bei FIFA oder so die zweite Halbzeit noch nicht vorbei ist oder so, wie geht's dann? Machst du sofort aus oder? Eigentlich stelle ich dann immer im Ruhemodus, wenn ich FIFA spiele, und da kann ich halt das nächste Mal einfach weiterspielen, die zweite Hälfte. Ah, okay, gut. Und bei dir? Also bei mir ist so, beim Spielen, dass viel auch davon abhängt. Manche Spiele, da sagen meine Eltern direkt, nee, das ist nicht was. Aber ja, jetzt habe ich auch Spiele schon nicht mehr meine Eins gekriegt. Und ja. War es einfach, die zu kriegen? Ja, ich habe es. Aber dann schrieb die Freunde von mir das auch und dann ist meine Eltern eigentlich auch egal. Ja, okay, cool, dankeschön. FIFA geht also auch in Ruhemodus zu schalten. Wieder was dazugelernt. Jetzt kommen die nächsten. Mit wem ist einfacher zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Mama. Ja, okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Spiel spielen willst, was du eigentlich vom Alter her noch nicht spielen darfst oder du länger spielen magst, wie stellst du das an? Was sind so deine Argumente? Ich sage zum Beispiel, wenn das ein Film ist, ja, ich kenne den Film ein bisschen, da sind nicht so schlimme Sachen drin und deswegen ist das ein bisschen... Ja, also man darf das auch, wenn man ein bisschen jünger ist, gucken. Okay. Und wie sieht es beim Zocken aus, wenn es jetzt darum geht, hier Mama sagt, ausmachen jetzt? Oder, ja, aber ich kann jetzt nicht speichern, ich muss die Runde noch zu Ende spielen oder so? Ja, ungefähr. Ja. Kommt danach noch eine Runde, die Mama nicht mitkriegt, oder? Ja. Gut, alles klar. Vielen Dank. Herrlich, diese Offenheit, oder?
Der nächste Gesprächspartner nutzt eine Taktik, die auch bei Einkäufern sehr beliebt ist. Wer ist denn der härtere Verhandlungspartner? Mama oder Papa? Mama. Okay, und wenn du jetzt ein Spiel spielen willst, was du noch nicht spielen darfst, weil es noch nicht deinem Alter entspricht oder einen Film gucken kannst oder länger spielen möchtest, wie gehst du da in etwa vor? Ich gehe zu meinem Papa und sage, ich möchte länger spielen oder ich möchte das Spiel haben und nerv so lange. Womit nervst du genau? Ich sage die ganze Zeit, ich möchte es haben und ja, und dann wird er weich. Okay, cool, dankeschön. Und jetzt folgt ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man der Meinung ist, man ist selbst in einer machtvollen Position. Mit wem ist denn einfacher zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Ich würde sagen, meistens mit meinem Vater. Okay. Und wenn es jetzt darum geht, irgendwie ein Spiel zu spielen, was du eigentlich vom Alter her noch nicht spielen darfst, einen Film zu gucken, den du noch nicht gucken darfst, oder einfach nur länger zu zocken, weil gerade gesagt wird, nee, jetzt machst du aus. Wie machst du das dann? Ich würde, glaube ich, es eher heimlich machen oder so, aber... Zumindest habe ich es früher eigentlich eher heimlich gemacht. Manchmal habe ich einfach so mal gefragt. So. Also ich habe mich erstmal nicht so getraut, dann habe ich nach langer Zeit dann mal gefragt. Ja, aber ich habe es auch öfters dann mal eher heimlich so gemacht, so dass sie es halt gar nicht mitbekommt. Was zockst du? League of Legends. Okay, wenn du da mitten in einem Battle drin bist, wo du nicht unterbrechen kannst und Mama sagt, jetzt ausmachen, was machst du dann? Weiterspielen. Gehst du dann mit Mama verhandeln oder beziehungsweise diskutierst du dann noch mit ihr oder spielst du einfach weiter? Sie versucht mit mir weiter zu diskutieren, aber ja, irgendwann reagiert sie nicht mehr. Du bist weiter im Game. Alles klar, cool, danke. Und nun folgt eine Taktik, die ich zu Hause auch relativ häufig zu hören bekomme. Mit wem ist denn schwieriger zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Mit meiner Mutter. Okay, und wenn du jetzt ein Spiel spielst, was du vielleicht noch nicht spielen darfst, weil es für ein anderes Alter ist oder du einen Film gucken hast oder du einfach nur länger spielen oder länger Fernsehen gucken hast, wie machst du das, um das durchzukriegen für dich? Also entweder ich sage halt, ja, meine Freunde dürfen das machen oder tue das dann einfach heimlich oder so. Mhm. Oder mach es einfach. Okay, cool, danke. Und last but not least, die Salami-Taktik. Mit wem ist es denn einfacher zu verhandeln? Mit Mama oder mit Papa? Mama. Mama, okay. Und wenn du jetzt länger Fernsehen gucken, länger spielen möchtest oder sowas, wie machst du das dann? Also ich gehe natürlich erstmal hin und sage so, ja, ich habe ja noch nicht so lange jetzt was gemacht, könnte ich vielleicht noch ein bisschen länger. Und die Mama ist dann manchmal so ein bisschen, dass sie es dann nicht bemerkt, wie lange wir gucken. Und dann kann man sich da immer so ein bisschen schummeln. Okay, gut, danke. Zusammenfassend kann ich also sagen, Mama ist der angenehmere Verhandlungspartner und die Kids nutzen von Tit for Tat, also ich bin lieb und bekomme dann das Spiel, über Forderung noch eine Runde, bis hin zum krass ausgedrückt Ausnutzen der Gutgläubigkeit oder Unwissenheit der Eltern, verschiedene Taktiken, um eben erfolgreich zu sein. Naja, Gutgläubigkeit ausnutzen empfehle ich dir garantiert nicht für deine Verhandlung. Das versteht sich hoffentlich von selbst. Und den Rest? Naja, Forderungen stellen und den Entscheider identifizieren sind schon mal Dinge, die hier auch schon im Podcast besprochen wurden. Insgesamt hoffe ich, dass du bei diesem Blick über die Tischkante zum einen etwas Wertvolles für dich mitgenommen hast und zum anderen, dass du beim Zuhören auch an der einen oder anderen Stelle mal geschmunzelt hast. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Kids, die so offen waren und mit mir dieses Interview aufgezeichnet haben, und auch bei den Eltern, die teilweise mit vor Ort gewesen sind und mir die Zustimmung gegeben haben, dass ich die Kinder fragen durfte. Das war das Gamescom Special. Und nun noch schnell ein ganz, ganz kleiner Werbeblock. Mein Audiobook, der Negotiation Matchplan, ist noch in diesem Monat, also im August 2019, stark rabattiert. Knapp 50% Rabatt erhältst du direkt beim Kauf. In Zahlen 19,95 statt 39,95. Da ich das Audiobook nur im August zu diesem Preis anbiete, solltest du dich also beeilen. Neben den Audios erhält das Audiobook auch noch ein exklusives Workbook inklusive Checklisten, die du für deine Verhandlungen nutzen kannst. Folge dem Link in den Shownotes und beginne noch heute damit, deinen persönlichen Negotiation Matchplan zu erstellen. Ansonsten gilt wie immer, Rezension und Bewertung für meinen Podcast schreiben, mir auf meinen Social Media Kanälen folgen und dir mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage sichern. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.